Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute haben wir den letzten Donnerstag im Monat und das ist ja bekanntlich Hörgenuss des Monats Zeit. Heute warten ganz viele tolle Hörbuchtipps auf euch, die natürlich nicht nur sich zum Hören eignen, sondern in der Regel ja auch Buchtipps sind. Ich packe die Stammcrew unten in die Infobox und auch die Playlist zum Hörgenuss des Monats findet ihr dort immer und da könnt ihr euch umsehen, wenn ihr auf der Suche eben seid nach tollen Buchtipps, Hörbuchtipps, Podcast-Tipps, so muss es heißen. Und ja, da findet ihr auf jeden Fall etwas für euch Passendes. Ich freue mich auch wieder auf meine Abo-Liste heute, denn auch ich entdecke da natürlich dann immer die Tipps meiner Stammcrew-Kollegen, wenn man so möchte. Und da bin ich dann auch schon sehr gespannt. Ich habe heute ein Sachbuch für euch dabei, nämlich 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Eignet sich zum Hören, aber natürlich auch zum Lesen, ist von Karin Kuschig und sie selbst spricht dieses Hörbuch auch ein und wie gesagt, man kann es natürlich auch lesen. Hier ist das Cover und ihr findet die Infos zu dem Buch auch unten in der Infobox. Karin Kuschig hat eine sehr vielschichtige Karriere hinter sich. Es hat immer irgendwas mit dem Erzählen zu tun, egal ob das bei ihrem Publizistikstudium der Fall war. Sie war auf einer Filmakademie, sie war Moderatorin, sie war Medientrainerin, Sprecherin, hat Songtexte geschrieben. Sie beschäftigt sich mit Keynote-Speakern und das merkt man in ihrem Buch auf jeden Fall auch an. Seit 2000 berät sie als Business Coach eben auch Top-Entscheider und Stars und hat hier mit ihrem ersten Buch sich einem Thema gewidmet, wo sie sich, glaube ich, selbst gewünscht hätte, dass sie es zu Beginn ihrer Karriere oder vielleicht sogar noch jünger, ja, im Grunde sich diese Tipps schon angeeignet hätte. Denn wie sie so schön sagt, zwischen einem guten Morgen und einer guten Nacht gibt es sehr viele Gedanken, sehr viel Gesprochenes an Wörtern und nicht alles ist wirklich eloquent, spontan oder gar, ja, dass man sagt, man hat genauso reagiert, wie man möchte. Ich selbst habe auch oft in meinem Leben schon Situationen erlebt, wo mir nachts dann die besten Antworten dazu eingefallen sind. Also irgendwelche blöden Sprüche oder auch merkwürdige Vorurteile oder was auch immer. Ich glaube, das ist uns allen im Leben schon mal passiert. Und wo man sich dann so 5 Stunden später denkt, ach Mensch, das hätte ich irgendwie drauf antworten können. Oder so und so hätte ich vielleicht lieber reagieren sollen. Oder Mensch, warum habe ich mich darüber eigentlich geärgert und nicht mit dem und dem geantwortet? Und ja, sie gibt uns jetzt hier eben in 50 Sätzen im Grunde einen kleinen Ratgeber, wie wir auf verschiedenste Situationen im Leben reagieren können. Und sie wirft uns nicht einfach einen dieser Sätze hin und sagt, so, jetzt mach was mit diesem Satz, sondern sie hat in all diesen Sätzen verschiedene Beispiele eingebaut, die wirklich sehr, sehr greifbar sind, die authentisch sind, die man sich vorstellen kann, die aus dem Leben gegriffen sind. Nicht alle natürlich, das wäre auch sehr komisch, wenn wir alle das gleiche Leben hätten, wo all diese Sätze irgendwie zu dieser Situation uns vielleicht auch schon mal irgendwie hätten weiterhelfen können. Aber es sind eben auch viele Alltagsbeispiele dabei, egal ob es jemand ist, der sich darüber aufregt, wie man gerade parkt oder wo man gerade parkt oder Einkaufssituationen, was glaube ich gerade auch in den letzten 2 Jahren immer ein bisschen stranger wurde als schon zuvor. Und da zeigt sie uns eben einfach Sätze auf, über die man mal nachdenken sollte, nachdenken könnte und dann eben auch sagt, okay, vielleicht kann ich das irgendwie verinnerlichen, mir diese Situation vor Augen führen und wenn irgendwie sowas mal passt, dann anwenden. Und das Schöne ist, dass sie nicht nur diese Sätze bringt, sondern eben auch reflektiert. Wo kommt dieser Satz her? Warum muss ich überhaupt reagieren? Also sie zeigt uns im Grunde auch die andere Seite. Was ist der Grund, dass uns vielleicht jemand einen etwas merkwürdigen Satz hinwirft oder merkwürdig reagiert? Was könnte dem sein Bedürfnis dahinter sein? Oder seine Art der Reaktion, wo ist da der Auslöser? Und im Grunde können wir dann eben dadurch, dass wir seine Perspektive oder ihre Perspektive einnehmen, eben dann auch sagen, wie kann ich reagieren? Wie, man möchte ja auch nicht jede Reaktion irgendwie eskalieren oder befeuern, sondern manchmal ist ja keine Reaktion auch eine Reaktion, aber man kann nicht kommunizieren. Und dementsprechend muss man sich da auf jeden Fall ein bisschen einfühlen. Ich habe in meinem Bullet Journal auch ein paar der Sätze notiert, die ich wirklich sehr besonders fand und für mich ist dieses Hörbuch wirklich ein Highlight und wird auch demnächst in haptischer Form bei mir einziehen, weil ich wirklich sage, diese Sätze haben Kraft, diese Sätze machen was mit mir im Kopf und vielleicht geht es euch, wenn ihr einen dieser Sätze hört und vielleicht auch die ein oder andere Beispielgeschichte euch dazu anschaut, dann eben auch so. Wir haben hier zum Beispiel:
Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und das ist ein Satz tatsächlich, den ich schon seit langer Zeit immer wieder versuche zu leben und auch hier wirklich sehr greifbar war, denn ich darf einfach für mich nicht zulassen, dass mich jeder angreifen kann, dass mich alles, was jemand an mir kritisiert, oder auch einfach, es muss ja nicht immer nur Kritik sein, ne? Es ist ja ganz klar, dass jeder irgendwie zu irgendwas eine Meinung hat, zu dem man selbst vielleicht eine andere Meinung hat. Und dass ich mich dann einfach nicht ärgere, weil es steht nicht jedem zu, mir überhaupt so nahe zu kommen. Und das hat sie hier wunderbarst erklärt und formuliert. Und das ist wirklich ein Satz, ich glaube, den sollten wir uns alle ganz groß irgendwie mit einem ganz großen Post-it an die Wand schreiben, dass wir uns nicht von jedem dahergelaufenen Menschen, der gar nicht irgendwie vielleicht was mit uns zu tun hat, ärgern lassen, sondern wirklich nur ausgewählte Menschen sozusagen das dürfen. Da gibt es ja auch so schön ein bisschen dieses, ja, dieses Gegenstück oder Mitstück, was dann eben heißt, ja, Kritik nehme ich nur von den Menschen an, die ich auch im Rat gefragt hätte. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung. Dann auch sehr schön für das Arbeitsleben. Ich fühle mich hier gar nicht zuständig. Ich glaube, auch das hat der ein oder andere schon mal gespürt. Sorgen sind sinnlos. Absolut. Gerade dieses lange Wachliegen, dieses lange über etwas Grübeln, wenn das eintrifft, dann habe ich das und das Problem und dann trifft das aber gar nicht ein und man hat sich ganz umsonst Sorgen gemacht. Ja, es ist alles leicht gesagt, gar keine Frage, geht mir natürlich genauso, aber hier einfach so diesen Denkanstoß zu bekommen über diese Sätze, das hat mir wirklich geholfen, nochmal so in mich zu gehen und wirklich zu sagen, was ist wichtig, was ist im Leben relevant und lässt einen einfach wunderbar selbst reflektieren und das finde ich sehr, sehr wichtig, besonders in so schwierigen Zeiten, wie es jetzt vielleicht auch auf der Welt ist, dass man eben auch sehr nah bei sich ist und auf sich aufpasst und ja, man kann vieles ja gar nicht beeinflussen, dementsprechend sind Sorgen eben einfach sinnlos. Sehr gut fand ich auch, ich habe es vernommen. Es gibt so Menschen, die einen immer wieder irgendwas erzählen, weil sie annehmen, man hat es nicht verstanden, man hat es nicht wahrgenommen, man ignoriert es und einfach diesen Satz zu sagen, ich habe es vernommen und damit einfach mal ausgesprochen haben, ja, ich habe dich verstanden, ich habe es aufgenommen, was ich jetzt damit mache. Es ist noch komplett ohne Wertung, ob ich es gut finde, schlecht finde, blöd finde, dumm finde, grandios finde, sondern einfach nur, ja, ich habe dir zugehört. Und das ist auch so etwas, wo man sagt, manchmal sehnt sich ja auch der Gegenüber einfach nur danach, gehört zu werden, irgendwie vielleicht sogar verstanden zu werden. Und dass man hier dann eben einfach sagt, man gibt dem Gegenüber das Gefühl und das, finde ich, kann man mit diesem Satz wunderbar sagen. Auch ein sehr schöner Satz. Du hast immer die Wahl. So ist das. Niemand von uns wird, ich sag jetzt mal, 99% unseres Lebens zu irgendetwas gezwungen. Jetzt können wir uns über die Schulpflicht vielleicht noch streiten, aber auch da hat man theoretisch ja immer die Wahl, ob man, ich sag jetzt mal, dumm bleibt und nicht lesen und schreiben rechnet und nicht in die Schule geht oder eben hingeht und es als Privileg ansieht, dass wir lernen dürfen. Das sagt sich sehr leicht die 6-jährige Steffi. Auch nicht der größte Fan von morgens so früh aufstehen und in die Schule gehen. Also, na, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und wenn man sich das verinnerlicht, man hat immer eine Wahl, man hat immer die Wahl, das macht was mit einem. Also ich fand das auch wirklich toll, wie sie das in einem Beispiel dargestellt hat, wie sie uns das in verschiedenen Situationen zeigt. Und sie hat hier eben nicht nur Situationen aus dem Arbeitsalltag oder ihrem Umfeld, was ja doch ein bisschen eine andere Welt ist als wahrscheinlich tatsächlich bei den meisten von uns, aber dass sie das im Grunde einfach auch in Alltagssituationen packt und das hat sie wirklich großartig gemacht. Und dann möchte ich hier noch mit einem Satz enden, den ich wirklich sehr schön finde und den ich seitdem einige Male gesagt habe. Es ist, wie es ist, wie es ist. Ich liebe das. Ähnlich hat es Sherlock Holmes ja auch schon gesagt, es ist, was es ist. Also man hat hier natürlich, es ist, wie es ist, wie es ist. Und man kann manchmal einfach nichts ändern. Es nützt nichts, sich über die Politik aufzuregen, über Stunden darüber zu sprechen und zu diskutieren und sich Gedanken zu machen, was sollten, könnten, müssten die besser machen. Als Beispiel, es ist, wie es ist, wie es ist. Mich fragt leider niemand. Also Olaf Scholz wird nicht bei mir anrufen und sagen, Mensch, Steffi, jetzt sag doch mal, keine Ahnung, irgendein Beispiel, sucht euch was raus. Das wird nicht passieren und ich werde es nicht ändern. Und gerade Politik ist für mich ein Thema, was mich früher sehr pulsig hochgebracht hat. Und sie bringt auch 2, 3 Beispiele aus dem Arbeitsalltag, wo ich dachte, ja, man kann manches nicht verstehen, man kann manches auch nicht nachvollziehen, aber es ist, wie es ist, wie es ist.
Und damit lebt es sich dann manchmal auch sehr ruhiger. Ja, das waren jetzt nur einige Beispiele der 50 Sätze. Und natürlich sind die Erklärungen von ihr um einiges spannender noch verpackt, als ich das jetzt hier überhaupt rüberbringen kann. Also mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, den Beispielen von Karin Kuschig zu lauschen, ihren Tipps zu lauschen, diese Reflexion sowohl für uns, aber auch was möchte eigentlich der Gegenüber, wenn er uns irgendwas an den Kopf knallt. Und dass da auch nicht immer alles überlegt ist, muss man ja auch ganz klar sagen. Für mich wirklich ein Highlight-Buch in diesem Jahr, ein tolles Sachbuch, was wie gesagt auf jeden Fall in haptischer Form auch noch einziehen wird. Einfach um immer mal wieder diese Sätze zu reflektieren, sich die Sätze anzugucken, die Situation nochmal anzulesen und da einfach immer mal wieder das auch aufzufrischen. Ich glaube, das tut uns allen auch gar nicht schlecht, wenn man immer mal gutes Wissen dann auch auffrischt. Und das ist heute mein Hörbuch-Tipp, aber natürlich auch ja, auf jeden Fall lesenswert. Hörbuchtipp natürlich insofern, weil es die Autorin selbst spricht und dadurch, dass sie sehr viel Erfahrung als Speakerin hat und eben als Sprecherin und eben auch Vorträge hält und so weiter, macht sie das wirklich großartig. Also das gelingt ja nicht allen Autoren, dass sie wirklich auch tolle Vorträger oder Leser sind, aber Karin Kuschig konnte das wirklich richtig, richtig toll. Und ja, mit diesem Tipp verabschiede ich mich nun, freue mich jetzt schon auf die Abo-Liste von meinen anderen Hörgenuss-Mädels und bin da sehr gespannt, was da diesen Monat der Hörbuch-Hörgenuss-Tipp sein wird. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.